Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Sedukiden und der Tier Challenge. Und letztes Mal haben wir hier eine Belagerung oder unsere Hauptstadt verteidigt gegen einen ziemlich einfachen Gegner. Da war, glaube ich, ein Bug, also der wollte eigentlich angreifen, dann nicht, dann ja, dann nicht, dann ja. Ja, auf jeden Fall werden wir hier jetzt mal den zeigen, dass auch das eine sehr schlechte Idee von ihm ist. Also ich hoffe, also natürlich hoffe ich, dass wir gewinnen. Aber wenn wir gewinnen, oh, das ist gut. Wenn wir gewinnen, hoffe ich, dass wir sehr viel von ihm vernichten können. Ich muss halt auch schauen. Ich muss schauen, dass ich ihn irgendwie eine Falle stelle. Irgendwie muss ich ihn eine Falle stellen. Ich muss ihn quasi einkesseln, weil wenn er jetzt komplett von hier kommen würde und ich stelle mich hier auf, dann genau, und ich dann anfange rauszuchargen gegen die Fernkämpfer, dann geht er einfach ein bisschen zurück und schießt dann drauf und kitet halt so ein bisschen. Und das wäre tödlich für mich. Das heißt, ich muss versuchen, ihn irgendwie hier reinzubekommen und dann, keine Ahnung, von der anderen Seite irgendwie in so einen kleinen Kessel verbannen oder also einkesseln halt. Einsperren. Oder ich versuche wirklich den. Ja, nee, irgendwie gefallen tut mir das noch alles nicht. Also die da sind eigentlich nur da, um schon mal ein paar Pfeile von dem zu fangen. Die da sind dazu da, um den so einen Charge hier in den Rücken zu unterbinden. Und wenn er komplett hier reingeht, dann benutze ich die, um Kessel zuzumachen. Ja. Irgendwie muss das klappen. Männer wanken. Hügel Männer! Zurück, Männer! Zurück! Zu euren Diensten! Okay. Also den bekomme ich. Hügel Männer! Okay, die kann jetzt dahin. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schiff. Das ist gut. Das ist sehr gut gerade. Das ist super.
Okay, dann greifen mal alle die Kavallerie an. Ihr geht dahin. Okay, jetzt gehe ich mal weg. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Okay, das ist jetzt gut. Elefanten! Ruhm und Ehre! Hügelmänner! Schnell! Bürgerkavallerie! Kavallerie! Das ist sehr gut. Bisschen Signalpfeifen jetzt. Sehr schön. So, ihr geht wieder raus. Den Rest übernehmen die. Kommt ihr dahin? Ja. Der feindliche General ist tot. Unser General wird angegriffen. Machen wir dann nochmal. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja, da ist der nicht sehr gut. Also der hat sehr schlecht gehandelt. Jetzt hätte er wirklich mit den ganzen Fernkämpfern hätte er wirklich viel besser arbeiten können. Also die hat er ja eigentlich gar nicht benutzt. Was sehr gut für mich war. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ja, doch. Ja, das passt. Das passt. Ja, ich muss den auslöschen. So viel mitnehmen wie möglich. Sehr schön. Das war sehr gut. Aufgestellt 1-6, 2-4. Verluste 3-3-3, 2-4. Alter, das sind nur 78 Leute, haben da überlebt von 2480. Das ist schon krass.
Beziehungsweise keine haben überlebt. Jo. Sehr gut. Okay, da oben will der mich schon wieder belagern. Oder belagert er mich schon wieder. Aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Okay, Umsturz. Garnison. Hafensiedlung mit belagert. Rang erhöht. Plus öffentliche Ordnung. Das ist gut. Das ist gut. So. Jetzt will ich mal schauen, was hier ist. Das habe ich nämlich letztes Mal vergessen. Okay, 9. Das ist nicht so viel. Neun ist tatsächlich wenig. Wow. Das ist krass. Okay. Das wäre natürlich richtig, richtig gut, wenn ich Petra auch bekomme. Und Petra mache ich dann zu einer starte mit sehr, sehr krasser Genesung. So, dass die sich da die Zähne ausbeißen. So wie hier ungefähr. Wobei hier habe ich ja noch ein bisschen besser. Was? Kapitulation in 5. Warum in 5? Forschungsrate. Hurra. Ja. Tyros. Verstärkungsrate. Was bringt mir das? Mehr Geld. Das da. Auch mein Geld. Aber kostet ja eine. Oh mein. Okay. Dann mache ich das, weil Tyros ist gerade sicher. Relativ sicher. Okay. Die hole ich mir nächste Runde. Kapitulation in 2 Runden. Ja, okay. Dann lasse ich die einfach kapitulieren. Das ist ganz gut. Die da. Öffentliche Ordnung. Ich mache den ja friedlich. Also an sich würde ich das so nicht gerne machen, weil Hingabe ist immer schlecht. Da fangen die dann an zu rumzupöbeln und so. Der ist schon sehr, sehr alt. Deswegen genauso wie der ist schon 66. Ja, das ist so ein cooler Typ, ne? Aber es ist immer so schade, dass die dann. Dass die dann kein Geld haben, keine Kinder bekommen und so. Das ist immer so schade. Die mögen mich aber zum Glück ziemlich. Ja, ganz gut. So. Alter, die werden immer. Ja, lohnt es sich dann noch? Ja, komm, egal. Ich weiß nicht, ob er sich das da noch lohnt mit 45. Aber ich glaube, so realistisch ist das hier nicht. Okay, also das ist schon mal gut. Hier unten irgendwas zu machen ist, glaube ich, relativ unnötig, beziehungsweise die Dörfer hier sind zu weit auseinander, also maximal würde ich wirklich Nabatea nehmen, aber die da sind, ja,
Hier ist eins, dann brauchst du 3 Runden, um hier zu kommen. Ah, nee. Also, ups. Das bringt's doch nicht. Das bringt das nicht. Hier oben ist noch Kuddelmuddel. Da reicht es, wenn ich hier die Armee habe. Dura wäre ganz cool. Aber Palmyra ist halt eine Stadt, die extrem wichtig ist für mich. Ist extrem wichtig. Ich würde hier gerne auch nochmal... Kann ich gar nicht. Hä? Achso. Hm, okay, okay, okay. Okay. Der bekommt aber nichts. Die schleichen da die ganze Zeit am Rand rum. Ach. So blöd. Erst kam das Beben. Oh nein, der ist tot. Okay. Minus Gravitas, öffentliche Ordnung. Minus Unterhalt für Schiffe, für Landeinheiten. Okay, schauen wir mal. Also der da ist auch noch von mir. Der da ist von mir. Plus Sklavenunruhe. Oh, aber plus 6 Chance auf Verwundung feindlicher Agenten. Was haben wir noch? Noch einen. Den brauche ich. 30 auf Chance, Kinder zu bekommen. Das ist natürlich ein krasser Dude. Okay, erst kommt das Beben. Ah, welche Streitkraft ist das? Das finde ich ein bisschen schade, dass man das ja dann nicht sieht. Also man kann das nicht abbrechen. Ja. Ja, das schaue ich dann erst. Irgendwas war mit Rebellion, genau. Okay, hier die da. Aber die kommt zu spät. Die kommt zu spät, das ist ganz gut. Minus 3 Nahrung, weil der schon wieder anfängt zu plündern, ne? Hier, ne, mit minus 33 Steuern. Ganz ehrlich, dann mache ich hier mal die Steuern. Naja, gut. Dann gehe ich mal mit dem dahin. Ja, das überzeugt mich gerade gar nicht. Okay, nächste Runde habe ich hier 2 Nahrung. Ja. Aber wieso habe ich plötzlich so wenig Nahrung? Wurde ich beklaut schon wieder? Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Okay, jetzt hat. Also, erst kam das Beben. Das waren die, oder? Ja, das sind die. Genau. Fruchtbare Ehefrau. Ja, wunderbar. Das freut mich, das freut mich. Autorität, Moral für Kavallerie ist gut. Forschung, Angriffsboni. Forschungsrat. Da machen wir Bewegungsgeschwindigkeit. Macht die Moral. Und die Verwundung feindlicher Agenten, weil hier sind viele Agenten. Unterhalt und oder hier. Warte mal. Mit Speeren. Okay, alles mit Speeren.
Habe ich denn viele? Oh, wieso? Also Speer, 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 Speer. Ja doch. Ich habe viele mit Speere. Okay, aber erstmal das da. Und dann kommen die Boni mit den ganzen Speerträgern. Cool, genau. Der braucht noch eine Runde. 4 Runden. Tyros. Ja, hier. Okay. Eigenschaft erhalten. Oh. Also ja, das ist der neue Anführer. Unsere Bevölkerung, Fraktion Libyen. Libyen! Genau. Der Verschleiß war 52, okay. Gut, also hier kommt eine Fullstack-Armee, die ist nicht ganz so cool. Aber wie gesagt, das werden wir überleben. Die muss ich dann wahrscheinlich auf dem Feld abholen. Weil sonst wird sie wahrscheinlich Jerusalem angreifen. Ja. Da kann ich sie leider nicht abholen. Okay, 2200 gegen, ja, auch sowas. Ah, der sagt schon wieder, dass es ein Pyrrhus-Sieg wird. Und ich sage so, ja, das wird genauso wie letztes Mal. Easy. Der hat so viele Fernkämpfer, aber die bringen ihn nichts. Also solange der nicht reinkommt. Und wenn der reinkommt, dann spiele ich einfach Rasenmäher. Oh, der kommt hierher. Interessant. Na gut. Also erstmal hier. Mal hier. Das ist aber jetzt blöd. Das ist blöd, dass da gleich zwei nebeneinander sind. Dann ist hier noch einer. Na komm. So. Gut, dann ist das so. Genau, die habe ich. Die tue ich mal hier hin. Die da tue ich auch mal hier hin. Elefanten kommen einfach einmal hier hin, einmal dahin. Streitwagen kommen daneben hin. Habe ich alle? Let's go. Also ich weiß wirklich nicht, wie er sich das vorstellt. Aber das werden wir ja gleich sehen. Wie gesagt, also auf dem Feld wäre das schon was anderes mit seinen ganzen Fernkämpfern. Wenn er die Fernkämpfer auf seine oder mit seinen Speerträgern beschützen würde oder beschützt hätte, wäre das noch mal interessant geworden. Weil, ja, dann hätte ich ja nicht sehr gut reinchargen können. Das wäre dann alles anders gekommen, aber
Was will er hier machen? Also an sich kann er hier die Steinschleuderer auf den Mauern aufstellen. Was er, glaube ich, auch macht. Das ist auch eigentlich das Einzige, was er machen kann, was sinnvoll ist. Wobei ich glaube, der macht das gar nicht, oder? Doch, nee. Ich habe keine Ahnung. Wohin schießt der? Naja, ich spur mal ein bisschen vor. Der weiß ja auch gerade nicht, was er will. Der kommt hier hin, ne? Warte mal. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Wir haben die Tore eingenommen. Ja, und jetzt? Ist er überfragt? So, ja nun, was soll ich hier noch sagen? Also an sich, was er wirklich hätte machen müssen, ist auf jeden Fall nicht mit so einer Armee angreifen. Beziehungsweise alles dran setzen, das Tor einzunehmen, damit er seine Einheiten... Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunst. Ja, dass er seine Einheiten wirklich einsetzen kann. Das ist ja gerade so, meh. Das ist ja gerade nichts, was er macht. Ja. Und wenn er jetzt durch das Tor käme, also ich habe genug Einheiten, um zu verhindern, dass er irgendwas Schlimmes macht, so ungefähr. Ja, so. Nun. So, an sich könnte ich ja tatsächlich mit der Kavallerie rausrennen, aber das würde zu viel kosten. Wir haben die Tore eingenommen. Ja. Ich tue die ja jetzt mal runter.
Ja, entscheidender Sieg. Also, ja, das war. Das war nix. An sich hätte ich ja tatsächlich auch. Also, wenn es knapp ausgesehen hätte, also wenn er noch mehr Fernkämpfer gehabt hätte, dann hätte ich meine Soldaten von den Mauern runter und also runter wollte ich ja gerade eh, hätte sie weggetan, komplett außer Reichweite und dann die so lange aufs Tor drauf hämmern lassen, bis es aufbricht und dann hätte ich angegriffen. Also der hat ja auch nicht sehr viel Schaden gemacht. Alter, was ist denn los? Hat er noch versucht, einen kleinen Austritte zu machen. Wird belagert. Militärtradition. Verschleißbericht. Rang erhöht. Rebellion bevorstehend. Okay. Gut. Das war jetzt teuer, ne? Ja. Dann machen wir hier erstmal, ja, 5 öffentliche Ordnung ist jetzt auch nicht so wild. Nicht so krass, aber. Warte, wie viel habe ich hier eigentlich? Ich beginne mal mit. Okay. Ja, schon relativ viel. Da würde ich tatsächlich dann anfangen mit. Ein Tempel. Okay, also die da können nicht zur Runde hier angreifen. Das ist nicht gut. Garnison ist jetzt auch nicht so. Ja, doch. 3 Pikiniere, ja, doch. Könnte auf jeden Fall ihm sehr viel Schaden zufügen. Immer diese. Oh, ich hasse es. Wenn die am Anfang von der Runde so wenig Ding haben. So wenig Reichweite. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Und zwar, der da geht nächste Runde dahin. Und der da geht nächste Runde dahin. Und ich. Kann wegen diesem Penner kann ich nirgendwo hin. Tyros, da habe ich jetzt ziemlich viel reingehauen. War da ein Palmyra? Ja, wobei hier habe ich eine sehr gute Verteidigungsarmee. Die sollte eigentlich reichen. Und wenn. Warte mal. Oh. Das reicht jetzt. Dann kann ich da hingehen. So. Gut. 5 Runden, da kommt der nächste. Der da ist schon gefährlich. Der da ist gefährlich. Ein Panzer und der Pikiniere. Der da ist gefährlich. Gut. Schon wieder eine halbe Stunde vorbei. Und ja, das war's dann für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen, trotz allem. Ich hoffe, dass wir. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir bald. Weiter, ja, dass wir bald Zeit haben, rauszukommen und unser Bündnispartner ist schon wieder weg. Der ist schon wieder gestorben, Knossos.
Eieiei. Wurde mir das gesagt? Fraktion vernichtet. Goten. Nee, dann war es schon letzte Runde. Ja, gut. Dann, ja, bis nächstes Mal. Ja, bis dann.